wird. Zum nächsten heute zu behandelnden Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 6.10. Bestätigung der Gebietsumgriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete der Stadterneuerung und Auftrag zur Akquirierung von Fördermitteln. Zu diesem Beschlussgegenstand gibt es zwei Anträge, einen Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion, einen Ersetzungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich würde zunächst die CDU-Fraktion, dann die Fraktion Bündnis 90 Grüne um Vorstellung dieser Anträge bitten. In der Fraktionsrunde beginnt dann die CDU-Fraktion. Frau Arnert, bitte sehr. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger, wir beraten jetzt eine Vorlage, in der 21 verschiedene Fördergebiete dazu sorgen sollen, dass wir eine Stadterneuerung erfahren. Dazu gehört auch der Stadtteil Leuben. Das ist sehr zu begrüßen. Schlüsselprojekt ist die ehemalige Operette und ihre weitere Entwicklung. Wir haben hierzu eine Ergänzung, die zum einen dafür sorgen soll, dass die Planungen, die bisher für dieses Areal erfolgt sind, transparent vorgestellt werden und zum zweiten, dass die Bürgerbeteiligung und die Akteure vor Ort einbezogen werden in die Planung, so wie das ursprünglich angedacht war. Warum diese Ergänzung? Ich möchte daran erinnern, dass wir hier im Stadtrat fraktionsübergreifend einstimmig eigentlich einen anderen Weg für dieses Areal vorgesehen haben. Wir haben hier im Januar 2021 unseren CDU-Antrag einstimmig beschlossen, der vorsah, Investoren zu suchen, die hier vor allen Dingen eine Wohnbebauung vornehmen sollten. Wir waren uns alle darin einig, dass der Ortsteil wieder belebt werden soll, dass wir hier den Kopfbau der ehemaligen Operette erhalten wollen und hier vor allen Dingen auch eine öffentliche Nutzung uns wünschen. Die Belange des Sports sollten auf dem Areal eine Zukunft haben. Nun, Januar 2019. Im Januar 2020 haben wir von der Verwaltung einen Satz bekommen. Der Satz in der Beschlusskontrolle lautete: Die Bebauung ist nicht wirtschaftlich darstellbar. Im Januar 2021 gab es die nächste Beschlusskontrolle, in der der Satz wiederholt wurde und uns angekündigt wurde, dass die Stadtverwaltung uns informiert mit einer Vorlage und uns abstimmen lässt bis Juni diesen Jahres, wie es mit dem Areal weitergeht. Nun, wir haben Juli 2021, eine konkrete Vorlage liegt uns bis heute noch nicht vor. Aber im März diesen Jahres hat die Stadtverwaltung uns die Vorlage vorgelegt, die wir jetzt im Juni hier beraten. Ein großes Grobkonzept zu all dem, was hier in Leuben man sich vorstellt. Und es gibt genau eine Seite, was wird geplant mit dem Areal der ehemaligen Operette. Und hier, zu meinem Erstaunen, steht: Aktuell scheint es wahrscheinlich, dass die ursprünglich geplante Konzeptausschreibung und eine Entwicklung durch Dritte nicht realisierbar ist. Was denn nun? Ist es wirtschaftlich nicht darstellbar oder vermutet es die Stadt? Wir haben hier als Stadträte das einstimmig beschlossen. Ich bitte Sie herzlich, dass wir uns mit diesem einen Satz nicht zufrieden geben. Ich denke, es ist nur gerecht für alle vor Ort und für uns auch sehr wichtig zu wissen, wie genau sah denn die Machbarkeitsstudie aus, welche Kriterien wurden von der Stadtverwaltung für die Wirtschaftlichkeitsprüfung herangezogen. Und genau das sieht unser Antrag vor. Er beauftragt, und hier bitte ich um eine Änderung, da wir nun ein bisschen später den Antrag beraten als vorgesehen, dass bis zum 31. August dem Stadtrat und dem Stadtbezirksbeirat die Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Areals vorgelegt wird und wir über die Wirtschaftlichkeitsprüfung transparent informiert werden. Besonders wichtig ist es aus unserer Sicht,
dass das, was im Grobkonzept, und es ist tatsächlich ein Grobkonzept, das in der Feinplanung, dann bei der weiteren Antragstellung, die Bürger vor Ort und die Bürgerbeteiligung nachgeholt wird, dass der Stadtbezirksbeirat in die Planungen einbezogen wird, unter anderem deshalb, weil dieses Grobkonzept tatsächlich sehr grobschlächtig ist. Das hat offensichtlich jemand verfasst, der das Areal nicht gut kennt. Hier ist nur von einem Gebäude die Rede. Wir haben aber eine Menge Gebäude auf diesem Areal. Es ist davon die Rede, dass hier die Stadtteilbibliothek unterkommen könnte. Wir hatten heute Herr Kühn, der zu Recht darauf hingewiesen hat, dass wir im Oktober 2020 hier verbindlich miteinander die Bedarfe besprochen haben. Und der Bedarf besteht in Niedersedlitz, er besteht nicht in Leuben. Wir haben sehr, sehr viele Fragen, die sich hieran anschließen, grundsätzlich zu einer weiteren Nutzung, dass der Kopfbau ein mögliches Stadtteilzentrum, eine kulturelle Nutzung erfahren soll. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Es ist aber wichtig, dass wir über das gesamte Areal miteinander ins Gespräch kommen. 6 Millionen Euro sind vorgesehen. Wer lange im Stadtrat ist, wird bei dieser Zahl kurz mit der Stirn runzeln. 6 Millionen Euro für dieses gigantische Objekt scheinen doch nicht sonderlich gut kalkuliert. Das ist vielleicht für den Kopfbau, es ist vielleicht denkbar für die sportlichen Anlagen, aber nicht für das komplette Areal, was mit 6 Millionen Euro wiederbelebt, saniert und umgebaut werden soll. Es scheint also wichtig, dass wir hier miteinander im Gespräch bleiben und dass wir hier als Stadträte auch entsprechend mitreden und vor allen Dingen auch die Bürger vor Ort. Ich bitte Sie also, diesem Antrag für Transparenz und für Beteiligung zuzustimmen und den Gesamtvorlagen für eine weitere Entwicklung in unserer Stadt ebenfalls. Danke. Vielen Dank. Wir kommen dann zum Antrag Bündnis 90 Grüne. Herr Dr. Deppe, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist ja nun so ein Sammelantrag und grundsätzlich ist das ein guter Antrag. Es ist schön, dass wir so viele Gebiete in der Stadt haben, für die wir Fördermittel für die Stadterneuerung beantragen können. Und von daher hat dieser Antrag oder diese Vorlage auch unsere volle Zustimmung. Aber es gibt in diesem Paket ein Fördergebiet, wo wohl irgendwas nicht so ganz stimmen kann. Und das ist das Fördergebiet 10 in der Anlage 3.3, das sich da nennt Umfeld-Fernsehturm. Und dass hier etwas nicht stimmen kann, das zeigt sich daran, dass diese Vorlage in den beiden betroffenen Ortschaften bzw. Stadtbezirken Schönfeld-Weißig und Loschwitz eine glatte Abfuhr bekommen hat. Und ich nenne Ihnen mal das Abstimmungsergebnis. In Schönfeld-Weißig hat eine einzige Person für diese Vorlage gestimmt, 14 dagegen und 2 haben sich enthalten. Und in Loschwitz haben 3 dafür gestimmt, 6 waren dagegen und 4 haben sich enthalten. Das in den betroffenen Gebieten, wo eigentlich die Förderung hinfließen soll. Das zeigt doch schon, da kann irgendetwas nicht stimmen. Und das hängt sicherlich mit dem Titel des Fördergebietes zusammen, Umfeld-Fernsehturm. Es handelt sich nämlich um ein ganz eng umgrenztes Gebiet in Oberwachwitz, eben um den Fernsehturm herum. Und letztlich ist das, was dort passieren soll, nichts anderes als eine weitere Subvention für den Fernsehturm. Und das wird auch in der Vorlage deutlich, in der Anlage deutlich. Es steht dort drin, es geht eben bei den beantragten Fördermitteln um die Revitalisierung des Fernsehturms, um die Umgestaltung von Freiflächen um den Fernsehturm herum, um den Ausbau des Parkplatzes. Und ganz zum Schluss steht dann da noch was, Ergänzung soziale Infrastruktur. Und das, und dafür werden Fördermittel beantragt aus einem Programm, das sich nennt Lebendige Zentren. Das kann es doch wohl nicht sein.
Das lebendige Zentrum im südlichen Schönfelder Hochland liegt nicht in Oberwachwitz, sondern es liegt in Papritz. Dort gibt es den Bäcker, dort sind die Läden vorhanden, dort gibt es einen Gasthof und dort gibt es eben auch das Bürgerhaus Alte Schule. Dort spielt sich also das Leben ab und dort gehört die Förderung hin. Es braucht kein neues Stadtteilhaus in Oberwachwitz. Es geht darum, das Bürgerhaus Alte Schule zu erhalten und zu ertüchtigen. Dafür sind die Fördermittel sinnvoll. Und deshalb kann ich nur appellieren, dass man sich nochmal über dieses Fördergebiet Gedanken macht. Und dafür haben wir eben unseren Ergänzungsantrag gestellt, der darauf abzielt, dass der Umgriff für das Fördergebiet erweitert wird, nämlich auf Papritz und Gönsdorf. Dann macht das Ganze Sinn, wenn wir dann Förderung dorthin bringen. Und Frau Walter hat sich jetzt leider abgewandt, aber ich kann nur sagen, als Ortsvorsteherin sollte ihr ja schon das Votum ihres eigenen Ortschaftsrates, wie gesagt, eine Ja-Stimme, 14 Nein-Stimmen, zu denken geben. Und von daher kann ich eigentlich auch nur an die CDU-Fraktion appellieren, unserem Ergänzungsantrag zuzustimmen. Also stimmen Sie unserem Ergänzungsantrag zu und werden Sie damit dem Willen der Bürgerinnen und Bürger dort oben im Hochland gerecht. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde würde jetzt turnusgemäß CDU beginnen, dann Grüne, da wir beide gerade gesprochen haben, schaue ich dann beim nächsten Mal nach und dann folgt jetzt die AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Bürger draußen am Stream, wir reden hier über eine Verwaltungsvorlage. Ich zitiere: Bestätigung der Gebietsbegriffe und Entwicklungsstrategien für neue Fördergebiete, der Stadtentwicklung in Auftrag der Akquirierung für neue Fördergebiete der Stadtentwicklung. Verstanden? Ja, ich übersetze es. Was steckt dahinter? Ich bringe es auf den Punkt. Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung, EU-Gelder als Zuschüsse für Stadtprojekte zu akquirieren. Was sind EU-Gelder? EU-Gelder sind unsere Steuergelder, die die Stadtverwaltung in Brüssel akquiriert. Das ist recht absurd. Das Geld dient natürlich dann sinnvollen Stadtprojekten, zum Beispiel Schulen, Schwimmhallen, Straßen, die eher wie Golfplätze aussehen und so weiter. Das heißt aber, dass die EU konkret mitbestimmt, was wir bekommen und was wir später umsetzen können. Das sind mehrere hundert Seiten qualifizierte Vorlage, die wir vorgelegt haben. Und man muss ja den Baubürgermeister direkt loben für eine solch umfangreiche, hochqualifizierte Arbeit, Tausende an Stunden ehrlicher Arbeit aus der Verwaltung. Und trotzdem fällt es da schwer zuzustimmen. Ich erkläre Ihnen das warum. Weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass wir wieder Selbstbestimmung mehr haben wollen. Der Brüsseler Einfluss für das Ganze ist zu groß. Ich nenne vier Gründe, warum das zu groß ist mit dem Förderwahnsinn. Das Risiko, dass Brüssel das Falsche fördert, ist sehr groß. In der Vorlage stehen schon Wahrscheinlichkeiten drin, welche Projekte bestens oder weniger gut gefördert werden. Stadtteil Leuben hätte nach dieser Vorlage sehr gut und rund um den Fernsehturm, na ja, auch gut, aber vielleicht nicht so ganz, förderungsfähig sein. Die Einstufung ergibt sich wohl nach Brüsseler Vorgaben. Warum? Das wäre doch eigentlich die Aufgabe von uns, das selbst zu entscheiden. Zweitens, und das trifft für Dresden vielleicht etwas weniger zu, aber für viele andere Gemeinden, die Städte benötigen Eigenmittel, um die Förderung zu finanzieren. Viele Gemeinden bleiben bei diesem Eurosystem auf der Strecke. Das ist nicht gut. Drittens, ich habe davon lobenswert unsere Verwaltung gelobt für diese großartige Vorlage, aber das kostet richtig, richtig Geld und Leute. Und diese Ressourcen haben viele Gemeinden nicht. Bis zur Realisierung der Projekte vergeht sehr, sehr viel Zeit. Und jeder weiß, dass Zeit Geld heißt und
Damit wird auch sehr viel alles teurer, vor allen Dingen auch Baumaterialien. Und dann, es gibt sehr viele Fördertöpfe. Viertens. Und dieses Formularwesen ist so stark, dass viele Gemeinden das gar nicht erfüllen können. Die KfW-Bank hat ein Kommunalpalett veröffentlicht und schreibt, 44% der Kommunen fehlt das Geld, um die Förderung überhaupt zu bekommen. 39% haben nicht die Leute in der Verwaltung, um die Anträge überhaupt zu arbeiten. Und der EU-Rechnungshof spricht von seiner eigenen Behörde, von einem Bürokratiemonster. Wir wünschen uns eher, dass die goldenen Zügel der EU gegenüber der Gemeinden wegkommen. Wir müssen nicht mit süßem Geld sozusagen erzogen werden, was wir haben wollen. Wenn schon Fördertöpfe, dann Bund, Land und EU. Ein Topf, eine Richtung, eine Prüfung, fertig. Eigenmittel streichen, soweit es irgendwie möglich geht, und die Gemeinden nicht nach zu erziehen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Steuermittel, die nach Brüssel wandern, können lieber gleich in unserer Stadt bleiben. Wir sind selbst in der Lage zu entscheiden, wo und wie wir in unserer Stadt was entwickeln wollen, hier vor Ort im Stadtteil. Und schließlich noch eins zu den zwei Ergänzungsanträgen. Der Ergänzungsantrag von der CDU, den sehen wir durchaus da als Ergänzung. Und von den Grünen habe ich eher den Eindruck, dass es noch länger dadurch dauert, dass diese Prozesse vorangetrieben werden. Wir glauben, dass wenn der Ergänzungsantrag von den Grünen jetzt nicht noch zusätzlich reinkommt, dass dennoch die Interessen der jeweiligen Orte noch genügend berücksichtigt werden können, damit alle zu einer zufriedenen Lösung kommen. Vielen Dank. Nächste Fraktion, Die Linke. Herr Wirz, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, es ist das erste Mal in 12 Jahren, wo ich in diesem Stadtrat sitze, dass über die Beantragung von Städtebaufördermitteln durch das Stadtplanungsamt debattiert worden ist. Bisher hat der Stadtrat dazu ehrfürchtig geschwiegen, und das schien mir auch teilweise besser so zu sein als die Debatte, die wir jetzt erleben, weil einfach die Beantragung von Städtebauförderung eine hochfachliche Angelegenheit ist, wo im Stadtplanungsamt da in der Tat Füchse sitzen, die wissen, was sie selber können, die die Förderprogramme identifizieren und dann auch die Bedarfe in der Stadt kennen, um passgenau diese Förderung beantragen zu können. Und da, wo sie selber im Prinzip das nicht leisten können, und das ist ja auch in dieser Vorlage der Fall, werden Studien an Stadtplanungsbüros, an Architekturbüros gegeben, die dann sozusagen die entsprechenden Projekte auch arbeiten, die Kostenschätzungen machen. Das ist also eine wirkliche tolle Arbeit, die hier drin steckt, wo wir auch dankbar sein können, dass wir an dieser Stelle, gerade was die EFRE-Förderung betrifft, die Städtebauförderung, die ganzen Programme, die es gibt, immer eine gute Arbeit geleistet haben. Und es steht auch in der Vorlage drin, in der Begründung. Seit 1990 hat diese Stadt, diese wunderbare Stadt Dresden, 500 Millionen Euro von der EU für die Städtebauförderung bekommen. 500 Millionen Euro. Und mein Vorredner stellt sich hier hin und sagt, wir wollen doch darauf verzichten. Entschuldigung, dann, wenn wir diese 500 Millionen in dieser Stadt nicht hätten, auch mit zusätzlich zu unseren Eigenmitteln, die natürlich auch noch fließen, dann würde es hier anders aussehen. Ich halte das für vollkommen unverantwortlich. Und ich halte es auch für unverantwortlich, im Prinzip hier noch weiter dem Stadtplanungsamt im Prinzip mit Leinhand hier im Handwerk herumzupfuschen. Ja, bei den Grünen ist klar, sie müssen nur irgendwo da in Wachwitz etwas tun. Herr Deppe hat ganz viele Gründe angeführt und hat aber vermieden, das Wort Fernsehturm zu verwenden. Die Grünen mögen den Fernsehturm nicht, das sei ihnen unbenommen, diese Meinung zu vertreten, aber das dann an der Städtebauförderung festzumachen und da versuchen, Gelder vom Fernsehturm hinwegzubringen, woanders hin, das ist dann zu durchsichtig. Es ist aber auch schon es klang ja auch schon an, die wirklichen beiden Projekte, die wirklichen beiden Favoriten, die hier stehen, ist im Prinzip unser Südpark, den wir im Prinzip in der Südvorstadt hinter der Neuplanung und dem Neubau der TU Dresden im Prinzip gestalten wollen, wo schon eine breite im Prinzip Bevölkerungsbeteiligung stattgefunden hat. Eine sehr schöne Sache, auch für das Stadtklima, für die Naherholung. Und das zweite ist im Prinzip das Altneubaugebiet in Leuben, ein DDR-Plattengebiet im Prinzip, wo sich
soziale, städtebauliche Defizite aufgezeigt haben und wo dort auch eine Förderung für die lebendigen Zentren eben angebracht ist, was gut passt. Insofern stimmen wir dem zu, so wie es ist, wie es aus dem Bauausschuss gekommen ist, und freuen uns eigentlich, dass es auch in der EU eine solidarische Gemeinschaft gibt, wo dann sozusagen auch Steuergelder gesammelt werden, dann geschaut wird, wo unter gleichen Bedingungen in Europa im Prinzip auch eine gleichmäßige Förderung, eine gleichmäßige Entwicklung stattfindet. Alles andere wäre im Prinzip eine, würde man sagen, sehr starke Entwicklung einzelner Gebiete und im Prinzip auch ein Downgrading vieler anderer Gebiete. Wir brauchen den Ausgleich in der EU und freuen uns auch, dass wir hier ein Stück partizipieren und profitieren können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. SPD-Fraktion, Herr Engel, bitte. Ganz kurz von hier machen, zu den Änderungsanträgen. Bei dem Änderungsantrag der Grünen-Fraktion sind wir sehr skeptisch. Der Stadtrat hat sich zum Fernsehturm verhalten. Das ist eine Entscheidung, die muss einem jetzt nicht zwangsläufig gefallen. Aber ich glaube, jetzt tut der Stadtrat auch gut daran, dieses Projekt mit den entsprechenden Möglichkeiten und Fördermöglichkeiten auch zu unterstützen. Das ist so. Zum Zweiten würde ich Herrn Kühn darum bitten, uns vielleicht nochmal einen Sachstand, eine Einschätzung in Bezug auf den Änderungsantrag der CDU-Fraktion zu geben. Weil da wird ja Bezug genommen auf ein Stück weit ein geändertes Verfahren oder geänderte Vorstellung der Stadtverwaltung, was die Entwicklung der Operette oder des ehemaligen Operettengebäudes anbelangt. Die fanden wir eigentlich als SPD-Fraktion relativ plausibel, aber da wird ja jetzt durchaus auch Bezug genommen darauf, dass es da irgendwie kommunikative Probleme gäbe. Vielleicht können Sie dazu noch mal was auch sagen. Danke. Wir können ja nach der Rednerliste als Schlusswort der Verwaltung, das Kollege Kühns dann noch mal kurz die Position zusammenfasst. Wir haben als nächstes FDP-Fraktion, kein Bedarf, Dissidenten, Herr Lichti. Also ich habe mir die Rede von Frau Arnert angehört und ich erinnere mich auch, dass das Thema ja schon seit Jahren im Bauausschuss, Herr Kühn guckt zurecht, weil jetzt wollte ich ihn ansprechen. Herr Baubürgermeister, ich habe das zwar nicht im Einzelnen verfolgt mit den Perspektiven Operette, aber ich habe einfach so einen Sound im Ohr seit mindestens 3 Jahren, was die Stadtverwaltung dort schon alles geprüft und gemacht und versucht hat. Und ich habe ehrlicherweise nicht den Eindruck, auch wenn es nicht mein Wahlkreis und meine Spezialstrecke ist, ich habe nicht den Eindruck, dass die Stadtverwaltung da jetzt irgendwie geschlafen hätte oder nichts unternommen hätte oder nichts geprüft hätte. Von daher erschließt sich mir dieser Antrag der CDU-Fraktion nicht wirklich. Also ist es denn tatsächlich so, dass diese Machbarkeitsstudie nicht vorliegt, dass es dort irgendwie was Neues ist? Also können Sie vielleicht nochmal uns kurz auf den Stand bringen, wie Sie das einschätzen, wie dort die Bemühungen der Stadtverwaltung sind bei der Operette? Zum Schluss der Fraktionsrunde, Freie Wähler, verzichtet. Weitere Wortmeldungen sehe ich hier nicht. Dann kann Kollege Köhn das Schlusswort der Verwaltung übernehmen und die gewünschten Informationen dann geben. Herr Kollege, bitte. Wir haben das Thema ja schon ausführlich im Ausschuss erörtert. Und es ist so, dass vielfältige Nutzungen gewünscht sind, die man aber auch nur schwer unter einen Hut bekommen kann. Bei dem ganzen Areal um die Operette haben wir insbesondere für das Thema Wohnungsbau Erschließungsprobleme. Also die müssten gelöst werden, sind ganz einfach. Wir haben im Bestand die Sportplätze, die ja zum Teil auch unmittelbar auch mit den Funktionsgebäuden anliegen und auch, sag jetzt mal, Erweiterungs- und Entwicklungsbedarfe haben. Jedenfalls ist es natürlich so, dass sportliche Nutzung und die Frage einer Wohnbebauung durchaus auch im Konflikt hinsichtlich Lärmemissionen stehen. Und wir haben natürlich auch, das ist ja von vielen hier schon benannt worden, das Ziel, sag jetzt mal, das Kopfgebäude einer Nutzung zuzuführen, einer gemeinwohlorientierten Nutzung. Und auch da ist natürlich die Frage, wenn man dort unmittelbar Wohnbebauung macht, passen diese unterschiedlichen Nutzungsfunktionen und Wünsche zusammen oder sind eben eine Ausweitung des Themas Kultur, Gemeinwohl, Sport nicht an der Stelle sozusagen zielführender?
zumal beispielsweise diese Fläche ja schon geprüft wurde für das Thema sozialen Wohnungsbau und verworfen wurde. Wer sich die Sozialstruktur des Stadtteils anguckt, weiß ja, dass wir vielleicht an der Stelle nicht eine weitere Konzentration da an der Stelle für zielführend erachtet. Also es gibt eine Reihe Prüfungen und wir werden, auch wenn jetzt der Juni abgelaufen ist, dann auch zeitnah einen Vorschlag neu einbringen, mit dem man dann diskutieren kann. Vielleicht so weit und so kurz. Vielen Dank. Wir treten damit ins Abstimmungsverfahren ein. Zunächst die beiden Ergänzungsanträge und dann eine Schlussabstimmung. Ich rufe zunächst zur Abstimmung den Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen und einer Enthaltung hat das eine Mehrheit gefunden. Und ich rufe zweitens den Ergänzungsantrag Fraktion Bündnis 90 Grüne auf und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 17 Ja-Stimmen, 48 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Und wir kommen dann um den durch die CDU-Fraktion geänderten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Ich bitte Sie hier um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 55 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 12 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 6.10 absolviert.